Ciao Guzzisti, buongiorno amici, servus Freunde von Mi Piace. Ich habe heute sehr viele freundliche Gesichter gesehen und ich habe Menschen gesehen, die mir zugewinkt haben. Und der Grund dafür war, dass ich mit einem Klassiker des italienischen Maschinenbaus unterwegs war, mit der neuen Moto Guzzi V7 Stone, in diesem Fall Centenario, das Jubiläumsmodell, das nur heuer im Jahr 2021 produziert wird. Man glaubt, dass alles irgendwie gleich geblieben wäre, dem ist aber nicht so. Kernstück des heurigen Jahrgangs, der brandneuen V7, ist ein neuer Motor, in diesem Fall ein 850 Kubikzentimeter Motor, der jetzt mittlerweile 65 PS leistet. Der alte Motor hatte 52, also ein erheblicher Leistungssprung. Auch das Drehmoment hat sich wesentlich verbessert, von 60 Newtonmeter letztes Jahr noch auf 73 Newtonmeter dieses Jahr. Was ich natürlich immer gerne erzähle, ist, dass dieser V2-Zylinder-Motor ein längsliegender V2-Zylinder ist, und zwar deshalb, weil die Kurbelwelle in Längsachse eingebaut wurde. Es ist aber nicht nur der Motor neu, auch die Federbeine, die Kajaba-Federbeine hinten sind neu. Der Kardan-Antrieb ist ebenfalls neu, üppiger dimensioniert, der Leistung angepasst, etwas länger, soviel ich weiß, obwohl alles ausschaut letztendlich wie in den 60er Jahren, also fantastisch. Die Lichtausstattung ist in Voll-LED, obwohl es wirklich retromäßig ausschaut. So ein kleines Rücklichterl, die Mini-Blinker. Farbgebung ist ein Traum. Brauner Ledersattel, grün-grau gehalten, die Schwingen aus Mandello-Gülden. Man hat sich also wirklich viel Zeit und Liebe mitgenommen, um dieses Motorrad für diesen Jahrgang so zu gestalten. Die Stone-Modelle und auch die Centenario, basiert auf dem Stone-Modell, laufen auf Gussfelgen, im Übrigen mit fetteren Reifen, angepasst an die gesteigerte Leistung und das höhere Drehmoment dieses Motorrades. Auffällig ist ein Digital-Display, über das man natürlich streiten kann. Die Spezial hat eine klassische Armaturenanlage. Und bei der Stone und der Centenario in diesem Fall haben wir eine spezielle LED-Lichtanlage, die beim Stadtlicht wiederum die Schwingen des italienischen Adlers einblendet. Die Bremsanlage ist selbstredend von Brembo, also italienische Bremsen an diesem Motorrad. Und ich glaube, wir sind einmal so die gröbsten technischen Details durch. Das ist sicher kein Motorrad, das man sich kauft, weil man die geilsten technischen Daten haben will. Mit Sicherheit nicht, da kauft man woanders ein. Das ist nicht das stärkste, nicht das schnellste Motorrad, aber für mich ist die V7 generell ein Motorradklassiker. Wie ein Sakko von Armani oder ein Damenkleid von Etro. Eine V7 kleidet immer bestens. Und das war auch der Grund, warum ich heute so viele freundliche Leute gesehen habe, die mir sogar zugewunken haben, und nicht einmal. Dieses Motorrad erfreut auch Nicht-Motorradfahrer, Passanten, Österreicher. Man kommt sympathisch und irgendwie wahrscheinlich auch sehr italienisch rüber. Die Farben gedeckt und elegant, der Ledersattel. Manche Leute glauben überhaupt, dass dieses Motorrad ein restauriertes altes Motorrad ist, obwohl es absolut state of the art ist.
Es geht aber nicht nur ums leiwand Ausschauen, also wir wollen natürlich alle auch irgendwie leiwand ausschauen. Es geht auch ums Fahren. Und das ist der zweite Punkt, wo die V7 für meine Begriffe absolut brilliert, weil sie passt mir wie angegossen. Ich komme mit den Füßen locker runter, das heißt, ich habe einen super Stand mit diesem Motorrad, was bei Enduros manchmal ein bisschen ein Problem ist, weil sie sehr hoch sind. Ich habe eine leicht, also wirklich nur leicht sportliche Sitzposition mit einem angenehm gekröpften Lenker, ein breiter Lenker, so dass ich wirklich im Motorrad drin sitze und es spielerisch bedienen kann. Es passt einfach alles. Man sieht es auch am Kniewinkel. Für mich passt alles einfach perfekt. Der Abstand zu den Zylindern ist da. Ich sitze angenehm drauf, nicht zu viel Winkel, dass mir die Knie nicht irgendwie wehtun. Sie ist irgendwie für mich gemacht. Und sie wird nicht nur für mich gemacht sein, sie ist, würde ich auch sagen, für Damen sicher leicht fahrbar. Ein Motorrad, das man auch in einer 48 PS Variante kaufen kann und somit als Anfänger mit diesem Motorrad fahren kann. Noch ein Wort zur Preisgestaltung. Diese Moto Guzzi V7 Stone Centenario bleibt im vierstelligen Bereich. Und ich muss sagen, dass das ein faires Angebot von Moto Guzzi ist, einen Klassiker zu einem vernünftigen Preis erwerben zu können. Und ich würde euch einfach einmal empfehlen, probiert eine Moto Guzzi aus. Es ist ganz was anderes, aber es macht verdammt viel Spaß. Die V7 brilliert mit einem wirklich leichten Handling auf den Landstraßen und auch in der Stadt, wo auch die Vorteile der geringen Sitzhöhe wirklich zum Tragen kommen. Die Bremsanlage ist für mich mehr als ausreichend. Vorne ist eine Scheibe verbaut. Mehr brauche ich nicht. Ich rase mit diesem Motorrad nicht. Es ist kein Sportmotorrad. Es ist einfach ein klassisches Liebhaberstück, das nie seinen Witz und seinen Charme verliert. Für mich ist es ein Amore-Motorrad, würde ich sagen. Etwas, was man nie wieder hergeben will. Wer jetzt glaubt, dass diese Moto Guzzi V7 aufgrund ihrer freundlichen Umgangsformen keinen Charakter hätte, irrt gewaltig. Weil der Charakter dieses Motorrads wird geprägt vom V2-Zylinder-Motor, den man spürt, den man hört. Man spürt ihn manchmal in den Antriebsstrang hinein. Man hört das Böllern und Stampfen der Zylinder. Ein Klassiker, den man auf jeden Fall einmal gefahren haben muss.